Bei geistlichem Missbrauch geht es darum, dass Menschen sich selbst mit der Stimme Gottes verwechseln und dann sagen, das und das und das musst du tun glauben. Weil wenn ich spreche, spricht Gott zu dir. Um zu begreifen, was für einen unglaublichen Schaden geistlicher Missbrauch, ob mit oder ohne sexuellen Missbrauch, bei Menschen anrichtet, muss man die Geschichten der Betroffenen hören. Wenn man die Geschichten der Betroffenen nicht gehört hat, versteht man gar nicht, worum es geht. Und die kann man nicht ohne Empathie anhören. Ich würde mich total überfordern, wenn ich von mir verlangen würde, anderen Menschen den Willen Gottes zu künden. Das wäre doch schrecklich. Der einzige Sinn geistlicher Lehre besteht darin, Menschen dabei zu helfen, selbst zu einem Verhältnis zu Gott zu finden. Und das heißt, sie zu Selbsterkenntnis und dann auch zu eigener Erkenntnis zu führen. Das ist überhaupt die Aufgabe von Lehre, auch von geistlicher Lehre.